Was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie jetzt gehört haben, dass Sie den Cäsar in der Kategorie Makler gewonnen haben? Adrenalin 200. Und ja, ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, weil ich wäre jetzt noch Jahre warten müssen. Ich glaube, alle anderen, meine Vorgänger, sind schon wirklich sehr, sehr lange in der Branche, machen das wahnsinnig gut. Und mich freut es besonders, dass ich einfach diesen Preis gewonnen habe, weil einfach, ich glaube, das ist einfach ein Dank nicht nur an mich, sondern hauptsächlich eigentlich mein Team. Und das hat mich einfach wahnsinnig gefreut, weil das einfach mich und mein Team wahnsinnig bestätigt hat. Unter den Maklern, was bedeutet denn der Preis? Naja, ich glaube, es ist eine, genau wie es schon erwähnt wurde, sozusagen langfristig setzt sich sozusagen nur die Qualität durch. Und wenn man, so wie wir, durchgehend immer Qualität konstant hält und versucht, sich weiterzuentwickeln, auch sozusagen neue Möglichkeiten, was Marketing, was Vermarktung angeht, wenn man das angeht, um die ganze Branche, den Ruf der Branche verbessert und damit sozusagen auch neue Ideen reinbringt, ich glaube, das hilft sozusagen allen und man kann der gesamten Branche einen Hebel nach oben geben und auch das Image der Branche verbessern dementsprechend. Wir haben Sie heute kurz gehört, Sie haben den Mut gehabt, neue Wege zu gehen. Haben Sie das auch in Zukunft vor? Natürlich, ja. Also wir planen einfach bewusst sozusagen die klassischen Werbesujets, wie bis jetzt sozusagen Immobilien jetzt beworben werden, sozusagen ein bisschen aufzubrechen und einfach was Neues zu machen, weil man sich einfach dann von vielen Projekten sehr schön abhebt und einfach das Ganze weiterentwickeln kann. Was bedeutet der Cäsar jetzt für Sie, für die berufliche Zukunft? Ich werde in der gleichen Qualität weiterarbeiten und hoffen, dass wir uns weiter dementsprechend gut am Markt platzieren können.